Dieses Selbstbildnis aus dem Jahr 1951 ist im Zuge einer Nordafrika-Reise Hundertwassers entstanden in Marrakesch in Marokko. Und es zeigt ihn als Suchender auf dem Weg sozusagen hin zu einer künstlerischen Identität. Es weist sehr viele Analogien zu Egon Schiele auf. Seit 1948, wo er seine erste Ausstellung in der Albertina gesehen hat, über das Schaffen von Egon Schiele setzte er sich dann sehr intensiv mit seinem Werk auseinander. Er hat nicht nur im Original, sondern auch in verschiedenen Publikationen das Werk erfasst, studiert und hat nicht nur motivisch, sondern auch formal ästhetisch seine Anleihen an seinen großen Lehrmeister, seinen künstlerischen Lehrer gefunden. Für ihn war Schiele ein Erweckungserlebnis. Schieles Kunst war so etwas wie eine neue Religion, wie er selbst sagte. Er hat in den Jahren 1950-51 auch zahlreiche poetische Texte verfasst, die beginnen mit den Worten beispielsweise »Ich liebe Schiele« oder »Ich träume oft wie Schiele«. Das zeigt also eine sehr starke Affinität zu einem seiner wichtigen Vorbilder. Und es ist interessant und in gewisser Weise auch sehr mutig, sich als junger Künstler derartig darzustellen, wie wir es auch von Schieles Selbstporträts kennen, und in gewisser Weise auch in ganz bewusst in die Fußstapfen von Egon Schiele treten zu wollen.